Guten Morgen, es ist Samstag. Der Computer ist wieder runtergefahren. Warum auch immer, Eck versteht nicht mehr. Ja. Jetzt mache ich wieder an. Tack. Tack. Tack, tack, tack. 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 Tag, Tag. Live sind wir. Mann, wie viele Sekunden brauche ich denn, um das einzuschalten? Haben wir bis auf die Endposition noch in und Livestreaming. So. Jetzt. Okay. Hopp. Guten Morgen. Ha, ja, wer war der Erste? Wer war der Erste? Ist ja Wahnsinn. Ist auch schneller als ich. 9 Uhr, 9 Uhr, 9 Uhr. Um 9 Uhr. Und ich habe um 9 Uhr geschrieben, guten Morgen. Ist ja unglaublich. Ja, so ist es. Auf alle Fälle mache ich jetzt ein bisschen Mucke noch an und das war's. So sieht's aus am frühen Morgen. Im Stehen. Meine Tochter hat mir Cornflakes gemacht. Mit ein bisschen Butter drin. Und irgendwelchem anderen undefinierbaren Zeug. Sie wollte mir eine Überraschung machen. Aber ist okay. Einfach essen. Perfekt. So, für mich natürlich der Mega-GAU. Der Computer funktioniert nicht mehr. Der stürzt immer ab. Nach 10 bis 20 Minuten fängt er mal an. Neustart. 10 bis 20 Minuten, Neustart, Neustart, Neustart. So, es funktioniert einfach nicht mehr. Systemfehler, Neustart. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Das ist furchtbar. So, jetzt kann ich nur noch Videos hier mit dem Minutenstück machen. Bearbeiten kann ich es ja dann ohne mehr. Wenn das für euch länger als 10 Minuten. Boah, ist das alles ätzend. Also wirklich, ey. Schneideprogramm, alles das drauf auf dem Computer. Schauen wir mal, was so passiert. Ich gehe mal kurz zu Flo hoch. Nehmt euch mit. Hallo. Ich bin müde, ich bin kaputt. Boah, ich hab keinen Bock. Aber weitermachen, ne? Kletterreifen. Kettner. Hallo, was? Dixi Daxi, so, jetzt läuft ja kein Livestream mehr mit. Das vielleicht der Lüfter reinigen.
6 Minuten 45 und wieder einbauen.
So, fertig. Ach, Zeit hier lassen wir eigentlich mal 11 Minuten. So, jetzt zerlegt den Computer. Ich weiß das für mich. Wo ich mich doch überhaupt nicht auskenne mit Computern. Muss ich das Ding zerlegen. Erstmal Anschlüsse. Anschlüsse abmachen. Was haben wir hier? LAN. Oben LAN. LAN. Dann da drunter. USB. Was ist das? Kenne ich nicht. LAN und die zwei USB. Was ist das hier? Eine HDMI, ich habe keine Ahnung. Ach, der Monitor war. Das ist Strom. Das ist HDMI. Das ist denn das für ein Pinöpel. Nicht. Das ist irgendeine Antenne. Die nützt nichts. Und Monitor.
und Stecker. So, haben wir alle. Jetzt kommt der Klumpen nach oben. Nach einem Jahr. Ist ja Militär, ne? Kann man ja einfach mal rumschmeißen. Zweitkabel, die nehmen wir mit. Mensch, 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 jetzt hab ich ihn doch mitgenommen. Oh. Ach, hast du aufgemacht? Nee, hab ich noch nicht. Mach ich jetzt. Wollte ich jetzt machen. Ja. War jetzt wieder abgestürzt. Echt, ja. War einfach komplett mal durchpusten, das Ding. Ja, ist ja logisch, da geht ja eine Menge Staub drin, wa? Mach mal hin so auf. Gut. Ja. Und dann machst du, ziehst du das weg ab. Nein, ich habe ja schon gewischt. Alfred. Ach Gott. Wolfgang. Was los? Nicht los? Das ist der Lüfter. Ne, warte mal, das ist der Lüfter Grafikkarte. Stimmt, 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 stimmt. Genau, das ist der Lüfter CPU. Ja, relativ gut, dass wir ihn ja einsetzen. Ja. Ja, kannst du mit, ich bin da, gehe auch mit, immer mit dem Staubsauger bin ich daran. Ich habe immer so eine schmale Düse gehabt. Und wenn du den nicht ganz so heftig einstellst, dann kannst du den schön raussaugen. Auch hier. Wenn der aus, vielleicht aus dem Lager ist, dann musst du ihn einfach anzwitschen, dann läuft er wieder. Also durch das Saugen meine ich, wa? Das habe ich zu stark einstellen.
ab hier komplett. Ich hab den Lüfter. Mhm. Ja, top, normalerweise war du meist der Steckdose. Oh, das stimmt, hinten ist er steckt. Das läuft hier, hier ist er gesteckt. Das ist so rauskriegen. Kaputt machen. Ja, schade drum. Mhm. Ja, so schnell geht der nicht kaputt. Das sind große Bauteile, die halten ein bisschen was auf. Das sagst du so. Er kommt doch hier an, oh, hallo. Das ist doch verrödelt hier. Aha. War das nicht ein Eigenbau von Dennis' Vater? Mhm. Ja, Dennis' Vater weiß ich noch nicht, ob der heute kommt. Der reicht schon alle unten. Dennis, wir können ihn. Dann müssen wir mal sehen, wie das denn am Ende hier auch zusammenkommt. Ach, der Lüfter ist dann mal davor geklemmt. Steht zwar nicht, jetzt ist das Ding, aber. Mit ihren Aufhängen, Befestigungsgeschichten, dann lassen die sich immer wieder was Neues einfallen. Ah, oh, dann Finger hat doch keiner. Was ist denn das für ein Müll? Der ist ja gerade noch vorher sitzt hier. Was soll der machen, wenn er ihn zusammen gebaut hat? So, ich muss wieder rüber. Oh! Ist der denn schon wieder zurück, der Vater von NSO? Ja, wir sind heute zusammen bei Stadler. Um Gottes Willen.
Eieiei. Na, staubig sehen sie aus. Das ist mal ein Fakt. Ich hol meinen Staubsauger. Ich geh erstmal selber nach oben. Setz mich kurz hin, ruhe mich aus, trinke einen Kaffee. Ess meinen Mittag. Bis später. Und die gute Frau wundert sich, warum ihr Reifen platt ist. Nun, das lässt sich leicht erklären. Gibt es nämlich ein, zwei Speichen, die nicht ganz so ins Programm passen. Die sind nämlich wesentlich länger. Die stecken natürlich dann, pieksen dann in den Schlauch hinein. Das war's schon. Die muss man natürlich jetzt abfeilen. Und dann sollte das auch passen. So einfach ist das. So, Kettenschloss müssen wir auch noch einsetzen. Weil da ist ein Stück rausgebrochen aus der Kette, deswegen ist sie so ein bisschen komisch gelaufen. Ich bin so schlapp heute. So. Jo, fertig, würde ich mal sagen. Fertig. So einfach ist das. Und die Vorderradmontage. Naja, da geht's wieder. So, kurz eine Folge Beute von heute. Also,
Carsten hat mir was verkauft. Was? Ist weg, weg, weg. Nichts weg, weg, weg. Nein, nichts weg, weg, weg. Welches BMX? Grün. 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 Nee. Ich weiß nicht. Ah ja, klapp, klapp, klapp. Ich weiß nicht. Posten. Ich weiß. So, jetzt aber Beute von heute. Oh. Mann, das trägt mich alt auf. Ah, ist das schlimm. Carsten hat mir was verkauft. Und zwar einen guten Carl Zeiss Jena Nivellier. Wer weiß, was das ist. In der Originalkiste. Schabby schick. Wenn man so hat. Ich bin krank. So, der ist immer schön. Optik kaufe ich immer gerne. Nivellier, Messgerät. Finde ich auch toll. Na, gucken wir mal. Wie wird denn so weit hier handelt? So. Wer weiß es? Mehr als 50 Euro oder weniger als 50 Euro? Das ist eine einfache Frage. Ich habe mir gedacht, mehr als 50 Euro. Darum habe ich es gekauft für 50 Euro. Es piept. Nur kann Thorsten damit nicht anfangen, weil immer wenn es piept, hört er nicht. Ist doch totaler Quatsch. Was will er jetzt mit dem Metalldetektor hinter mir hier? Steht in der Ecke und macht irgendeinen Scheiß. So, da steht er. Ja, piept, piept die ganze Zeit. Ja, schön, auf alle Fälle. Hat sich gelohnt. Kann man verdienen. Oh. Alte Hundelunge. Ja, Alte, grüß dich. Na, ja. Ja. Alles gut? Ja, nicht. Nein, nicht viel. Dennis auch hier? Nee. Dennis ist nicht hier. Ja, leider, eigentlich wollte er kommen, aber ist er nicht hier. Leider ist er nicht so schlimm. Ja, so ist es. Was ist Neues? Ja, wenn die Wetter nicht viel ist. Wenn nicht viel heute war, da hat jetzt das alle bei uns geregnet. Das ist teuer, ja. Hast du das gehört? Hast du den kleinen Chinesen gesehen? Den kleinen, dann wird der Fahrrad geklaut. Der kleine, der eben da mal hier war. Und der muss ja wissen, der den Hund so schräg hat, das nützt er. Fällt er wieder ein. Und der hinten. Der war geguckt mit dem Motorrad oder auch was geguckt, der gebracht hat. Ach so, ja. Wir haben den Fahrrad geschaut, am Zickenplatz. Nur mit der Rennrad hier war. Ja. Ja, die haben uns das Fahrrad geklaut. Eieiei. Das sind alle Schweine. Dann sucht der, dann ist er rumgerannt, sein Fahrrad suchen. Ja. Wird auch wohl nicht mehr wiederfinden. Hab ich auch gedacht, ja. Mensch, alle ist halt die Tour mal weggefahren. Ja. Also extra langsam hier vorbeigefahren, aber ich hab ihn nicht wirklich beachtet. Nee? Nee.
Irgendwie fehlte mir die Zeit, ihnen die rechte Aufmerksamkeit zu schenken, die er offensichtlich wollte. Ich hatte keine Zeit gerade. Ja. Wenn du beschäftigt bist. Ja, wenn du beschäftigt bist, ne? Ne, ich glaube nicht, weil der noch nicht weg, weil er noch nicht da ist. Achso, der ist noch nicht zurück? Nö. Na ja, vielleicht übernachtet er ja irgendwo. Bei einer netten Dame. Oder so. Na ja, vielleicht wird dann deiner. Wo nicht, dass der bei deiner Frau raus draußen ist. Das glaube ich auch nicht. Entweder ist das ein Wohnplatz oder irgendwo. Na, hat da vielleicht eine Schnitte. Ein Apotheke oder irgendwo. Nee, nee, der geht wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er ein Wohlturnier wieder irgendwo oder so. Ja. Aber er sagte, er hat auch viel Turniere davon, dann 6 oder 7 Schuss. Ja, hier, ich wollte im Garten draußen gewesen, ich war Mittag. Und? Alle senkrecht im Garten? Jo, hab Wasser abgelesen da. Und wie viel und hast du verbraucht, wie viel Liter? Das gibt ja erst, wenn ich dir meine Pacht bezahle im Oktober. Schweißen, ich hab keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Ja, ja, ich weiß. Chrom. Ja. Ich weiß. Keine Zeit. Habe ich den Afrikaner mit draußen gehabt mit deinen Behenkindern? So, hast du die eingerieben? Hier. Ja. Hier, wo? Nö. Mit Heilpaste. Mit chinesische. Kann sein. Mit China-Creme. Kann sein, dass du irgendwas riechst oder was nicht. Medikamente? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Hat er wieder Drogen genommen hier? Nee. Nee, macht er nicht. Wolfgang macht sowas nicht. Ich stecke immer die Klinge drin, ja? Ja. Aber die Pfennige, die Euro, die kleinen Euro sind von mir, ja, wird sie wies, ja? Ja, ich habe gedacht, da drin steckt ein Karsten hier, aber. Ach so. Na, aber so viel wie da drin ist, hast du mir noch nicht gegeben. Nee, nee. Das ist richtig voll schon. Ja? Thorsten hat eine Menge gegeben. Auch, wa? Ich geh mal raus. Ich mach da das Info. Mal gucken. Mal gucken, wie toll, ne? Das hört sich so viel an. Da sind nur Pfennige drin, was? Also, naja, 1 und 2 Cent drin. Ja, und 5 Cent. Nee. Kommt die Kupfer, kommt hier drin. Aber das Ding, das hört sich so an, weil das so schwer ist. Wenn ich das Ding zu 100, ist das Ding bestimmt voll. Jetzt kommt oben in die Sparbüchse. Das ist von einer Woche. Viel ist nicht. Eine Woche. Afrika. Ach, nix Afrika, wa? Afrika. Für USA. Zehn, zwei, vier, sechs, acht, sieben, zehn, 27, 7,50 €. Was für ein Engel?
Hätte ich die Woche eingenommen in der Spendenbox. Also, ja, das ist gut. 7 Euro ist die Spendenbox die Woche. Das ist okay, oder? Ja, ja, ja. Ach, Wolfgang, ist das alles schlimm. Was machen wir denn jetzt? Dein Maler ist auch schon weg. Ja, der will ja nochmal wiederkommen, um Himmels Willen. Wie gekommen, vorhin um halb ist er weggefahren, Fahrrad. Ja. Aber der will eigentlich nochmal wiederkommen. War der Tischler in der Früh hier? Der Tischler ist da. Um 8. Oh. Nein, bleibt nix Müll. Ich durfte auf der Straße nicht unter Aufsicht lassen. Das hier, nur der Ring, kostet schon 60 Euro. Doch, ja. Ach, nee. Ja, nee, richtig. Alles gut. Keine Kratzer. Nein, da kommt ein Rad hin. Nein. Mann, der will hier mal umdekorieren. Das ist ja furchtbar. Das geht aber nicht. Nicht mit mich. So, sieht das aus. Toilettenbrille wollten sie jetzt klauen. Ja, so ist es immer amüsant, auch wenn es einmal beschissen geht. Du bist dran, wenn ich bei dir komme, kommt immer die Stimmung auf. Naja, hier ist immer Stimmung. Stimmung. Miese Stimmung oder gute jetzt Stimmung? Mal, jetzt was anderes. Arbeit anderes, machen wir? Nee, machen wir. Nee. Dennis, soll die Arme gehen? Was soll ich denn das wissen? Weil er dachte, jetzt war Abwahl. Das war mir auch neu. Ich habe keine Ahnung. Da musste ich mich mit ihm unterhalten. Ist da? Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, angeln? Ja. Deswegen habe ich gleich gefragt. Ich bin ja nicht gut. Ich sag mal hergekommen und gedacht habe, morgen Abend oder was. Ich habe eine Angel da. Ich gebe ihm was mit. Aber ich habe keine Ahnung. Ich wüsste gar nicht, ob der Angel nehmen will. Aber er dachte, das war anders. Also meine, morgen ist ja sowieso nicht. Wie morgen ist nicht? Ha? Morgen ist doch Marathon. Ja, du läufst ja nicht mit, oder? Na klar. Ja. Ja. Auch morgen geht laufen. Also, zum Bäcker laufe ich für morgens. Also laufen tue ich auch. Ja, nee. Aber nicht so weit. Nicht so schnell. Ja, welchen Bäcker hier ist? Aber gehen die hier hoch ich hier? Nee, ach, ich gehe eigentlich gar nicht zum Bäcker. Ich gehe morgen, ich gehe morgen ja nicht zum Bäcker. Stimmt, ich laufe ja nicht. Morgen bleibe ich im Bett liegen. Morgen hat nämlich meine Tochter ihre Geburtstagsnachfeier mit der halben Schule da. Ach so, zu Hause, ja? Um Gottes Willen, alle sind zu Hause bei uns. Oh Gott. Da muss ich mich verstecken. Am besten ich gehe im Keller arbeiten. Ja. Quick Release. Kannst du nicht irgendwo hingehen, wo ich? Ja. Ein Bier trinken. Besten ich gehe angeln. Oder? Ja, gut. Wenn gut, macht doch mal deine Tochter auch mal eine Freude. Genau, mach ich ihr doch mal eine Freude. Ja, weil der kriegt ja sonst nichts. Und wie viele Kinder kommen? Sind nur 5. Sechse mit. Naja, in der Wohnung ist das alles kein Problem. Ist ja riesig. Dufte Ideen immer. Gibt es noch alle bei euch Kuchen? Ja, natürlich, den muss ich heute Abend noch machen. Ja? Ja, ich muss heute Abend noch einen Kuchen backen, Wolfgang. Ist nicht so, als wenn denn mein Tag um 22 Uhr vorbei wäre. Oh. Nein. Entschuldigung, ich wusste gar nicht. Der geht natürlich noch weiter. Erstmal Bestellung bis 23 Uhr und Papier ja. Und dann ab 0 Uhr irgendwann darf ich den Kuchen backen, damit er auch frisch ist. Ich höre ja. Hör mir auf, ey. Wenn ich jetzt noch einen abgeriebenen Kuchen gekocht bin. Abgeriebenen? Nee, den hat sie sich gewünscht, das kann ich nicht machen.
Auf gar keinen Fall. So. Ich schreibe schon mal die Rechnung. Na? 150. Was darf sein? Ich wollte auch nur eine Luftpumpe, Schätzelein. Ach so, na gut, okay, dann nur 10. Ja, die steht hier auf der Treppe. Auf der Treppe drauf. Darf ich einfach rein und sie mir ausbauen? Ja, natürlich. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, nee, heute muss ich noch einen Kuchen machen. Ja, so ist das dann. Apirinen, kannst du vergessen, das merkt die doch. Da kann ich nicht mal eine Form pressen. Wer, die Kinder merken das oder wie? Na klar, merkt das, meine Tochter merkt das sofort. Na ja, aber machst du mal Backen mit dem Kuchen? Keine Ahnung, Tommy-Kuchen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist ein simpler Tommy-Kuchen. Aber der schmeckt gut. Wenn Carsten da ist, dann frisst er den ganzen Kuchen auf mit einmal. Und da sind 8 Eier drin in dem Kuchen. Meine Herren. Ja, da machst du dicke Augen. Denn. Am Ende macht er eine dicke Backe. Auf Toilette. Ja, ist wirklich so. Aber da holt er richtig drin. Das ist gut, der macht Spaß. Der schmeckt echt lecker. Ich kann ja Carsten auch gar nicht machen, wegfahren, ne? Wieso? Trübe mal ich. Doch, Mann. Hm. Und der muss da ja schon ganz schön los. Morgen? Ja. Na, fährt ja auf den Markt kurz. Ja, aber trotzdem, meine Marathon, dann machen wir das alle dicht. Ne? Na, aber der fährt ja nur mit ein bisschen Papier dahin. Also ein bisschen so, also ich glaube, mit Fahrrad fährt er tatsächlich. Ach so. Wenn du am 3. Oktober, da ist, ja, im Osten war nur viel großer Blumenreich wieder. Ja? Ja. Oh. Also da ist wieder alles verschoben. Ja, das ist krass. Von 9 bis 17 Uhr. Ist jetzt schon wieder 3. Oktober? Was, den sieht man? Ha? Nee, nee, warte. Pass auf. Pass auf, jetzt. Virus. Hey. Ach ja, ich hab keinen Nerv dafür. Das ist echt beschissen, ey. So, ich mache jetzt hier auf alle Fälle. Und was soll ich da machen? Soll ich das einnehmen? Ist doch auch Quatsch, oder? Na ja oder nee? Ja oder nee? Ist ein Video, Grafik. Ist nicht kaputt. Das ist ein Virus.
ist Müll. Das ist Quatsch. Zu viel Scheiße. Spiele, das brauche ich nicht. Braucht den Scheiß nicht. Braucht das nicht. Ja, aber die brauche ich nicht. Jetzt Persuf hier. Update, Persuf. Zack. Virus. Virus. Alles neu. Ich hab ein Virus. Ich beende für heute diese Session. Ich beende für heute die Session gefahren. So, jetzt schneide ich und dann ist gut. Fertig.